fliegen wir euch auf die Malediven, damit wir neue Inseln erkunden können, damit wir unser Coral Doctor Projekt voranbringen. Und wir sind gespannt, was uns auf die Malediven diesmal erwartet. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's. Malediven und wir sind auf dem Airport in Wien. Von Tegel hat unsere Maschine hierher gebracht und ihr werdet mit uns jetzt gemeinsam in die Maschine steigen und nach Male fliegen. So, wir hoffen mal, wir probieren ein neues Mikrofon aus im Moment. Wir hoffen mal, dass wir nicht ganz so viele Nebengeräusche, also Nebengeräusche werden wir aufnehmen. Wir hoffen, wir werden Geräusche vom Airport an sich aufnehmen und wir haben aber keine optimale Mikrofonaussteuerung im Moment. Das kann sein, dass einige Sachen übersteuert sind. Das muss ich dann sehen, wie wir das in der Nachbearbeitung hinkriegen. Also seht uns das nach. Aber wir sind jetzt gerade aus unserer Tegelmaschine ausgestiegen, durch eine super moderne Passkontrolle gegangen, ne, mit, war vollautomatisiert, einfach nur Pass auflegen. Dann musste man in eine kleine Sicherheits... so eine kleine Schleuse und dann wurde unser, dann hat die Kamera sich automatisch auf unsere Körperhöhe justiert, hat unser Gesicht gescannt, fotografiert und zack, ging schon die Tür auf. Total coole Sache. Ja, Inselnauten diesmal, zu dritt sind wir unterwegs. Yami, Schwiegerschwester Rina und der Toddy natürlich. Eine 3-Monats-Tour starten wir heute. Rina leider nur 3 Wochen, hat sich auch gedacht, 3 macht sie auch mit, aber nur 3 Wochen, länger kann sie noch nicht, später kommt sie dann immer komplett mit. Ja, Austrian Airlines, warum fliegen wir eigentlich Austrian Airlines? Weil es günstig war. War günstig, ne? Ja. Und bis jetzt bereuen wir es nicht, glaube ich. Nee, bis auf dass wir in Berlin ein bisschen spät losgekommen sind. Aber das war einfach nur das Problem, dass da der Security-Check so verdammt lange gedauert hat. Und man 2 Maschinen innerhalb eines Eingangs mit nur einem Band, also mit ein paar Sicherheitsbeamten und immer nur einer Schleuse behandelt hat. Das hat einfach zu lange gedauert. Und dadurch sind wir einfach zu spät losgeflogen. Aber wir sind jetzt mehr als pünktlich hier. Genau, wir stehen vor unserem Gate. Wir haben eine total geile Nummer. Wir fliegen vom Gate Nummer 1. G01. Fliegen wir nach Male. Total cool. Der Airport ist total schick. Ja, ein super schöner Airport. Yami hatte im Vorfeld irgendwas gelesen, da hätten sich Menschen beschwert, der wäre alt. Vielleicht war das ein anderer. Vielleicht ist die Meldung uralt gewesen und ich habe nicht richtig aufgepasst. Auf jeden Fall ist der als alles andere als alt. Ja, ich kenne es nicht alt, nee. Der ist super schick. Ein bisschen verwinkelt vielleicht. Ein bisschen viele Stockwerke. Steht vielleicht. Aber gut dran, alles aber sehr gut, alles angeschrieben. Alles ja. Super auch. Schön finden, wir haben es sehr schnell und schön gefunden. Ja, und G01 haben wir gefunden. Genau. Nach Male. Ja. Also wir fliegen ja sonst gewöhnlich immer über die arabischen Airlines und steigen dann auf der arabischen Halbinsel irgendwo um, in Dubai, Abu Dhabi oder Doha. Aber diesmal machen wir das halt anders. Wir haben den günstigsten Flug geschossen und der geht halt wirklich komplett durch. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr 10 Stunden im Flieger. Und was macht Yami jetzt gerade? Was macht Yami jetzt gerade uns aufmerksam auf das? Nee, ich fand das nur sehr interessant, habe ich noch nie gesehen. An der Anzeigetafel für die Gates ist angeschrieben, wie lange man Walking Distance, also zu Fuß, da jetzt hin brauchen würde zu den einzelnen Gates. Von diesem Point aus. Ja. Cool. Also man muss teilweise eine halbe Stunde unterwegs sein in die Gates F. Ne? C auch.
320 bis 30, D nur 10 bis 15. Ja, krass, ist schon lange. Wie lange muss man eigentlich nach Bangkok laufen? Steht noch gar nicht dran, ne? Ach nee. Nach Bangkok nicht weit, ist auch Gate G. Ist auch steht G, ja stimmt, steht noch nicht dran, sonst würde da stehen eine Minute, oder? Züge sind auch angeschrieben, cool. Der Zug nach Linz hat auch keine Laufzeit, muss man auch nicht hinlaufen. Das ist ja auch ein Zugbahnhof in der Nähe. Riesige Duty-Free-Areas, verläuft sich alles recht gut. So, wollen wir noch irgendwas erkunden vom Airport? Wie lange haben wir jetzt noch Zeit? Ich glaube, noch eine halbe Stunde fast, ne? Wo ist eigentlich der Eingang jetzt? Das Gate steht hier, aber wo muss man denn eingehen? Also laut Boardkarte fängt der Boarding jetzt an. Okay. Yes. Ja, die haben auch schon durchgesagt. Ich habe was gehört, dass man upgraden kann, wenn man will, wenn man noch in die Business Class will, glaube ich. Oder in die Premium wahrscheinlich. Und dann, wenn man mehr Beinfreiheit will, Premium Class jetzt. Wir hätten eine Möglichkeit zum Upgrade übrigens für Business Class für uns beide. Ein Flug 1600. Für den langen Flug. Ja, also zu zweit. Und Premium hätte pro Person 75 gekostet. Genau. Premium Economy. Ja, ist heftig, aber wenn man das braucht, wenn man sich das leisten will und kann. Wenn jetzt jemand besonders groß ist, kann ich mir das schon vorstellen, dass das Sinn macht. Vielleicht. Ja, vielleicht schießt man ja auch sogar noch ein Schnäppchen, weil wenn man es regulär gebucht hat, teurer wäre. Das ist dann immer schwierig, dass man das vergleichen kann. Aber wenn man in so Urlaubsstimmung ist, kann ich mir schon vorstellen, dass manche Leute sagen, ach jetzt, lassen wir es uns gut gehen. Und doch, finde ich auch toller, als wenn man in diese Stückelflüge dann hatte, wenn man nach Doha geflogen ist. Wir hatten das oft, dass in Berlin dann dran stand, dass eine Strecke, also von Doha, nochmal, von Berlin nach Doha hat das dann 400 oder so gekostet pro Person. Aber dann ist man ja nur die Hälfte der Zeit, müsste man wieder upgraden. Und wieder für den gleichen, also ähnlichen Preis dann. Ja, ich gehe noch mal ein bisschen hier durch die Gegend gucken. Obwohl es dann letztlich auch 1600 wäre, wenn man 400... Ja gut, das war damals, das ist glaube ich 10 Jahre her oder so. Dass wir mit dem, da hatte ja die Katar noch ihre kleinen Gates selber und hatte ihre eigenen Schalter noch, die Tickets verkauft haben, wo man selber noch Tickets kaufen konnte. Das kann man ja jetzt gar nicht mehr. Wenn man jetzt von Tegel aus fliegt, dann... Und mit der Katar war es in der Regel so, dass man da vorne an dem ersten Bereich, in den B-Gates, dort eher eingecheckt hat. Und dann ist man ja dort... Also wir sind auch direkt in die Maschine gegangen, ne? Am B vorne ist man direkt in die Maschine, ne? Oder sind wir da Bus gefahren? Bus. Also jetzt fährt man Bus. Früher sind wir direkt eingestiegen. Direkt eingestiegen. Tja. Ja, immer noch ein bisschen schade, wenn wir jetzt Wunschfliegen machen könnten. Oder ich Wunschfliegen machen könnte. Ich würde eher nach Frankfurt fliegen und würde dann... Oh ja, jetzt kommt eine ganz hochhackige. Macht ganz viel Krach. Aber das macht nichts. Wenn wir ins Wunschfliegen wäre jetzt nach Frankfurt fliegen, also nicht von hier aus, sondern von Berlin nach Frankfurt oder nach München oder nach Hamburg und dann mit einem guten Flugzeug, so ein richtiges, da fliegen ja Airbus A380 dann nach Dubai oder nach Abu Dhabi oder auch nach Doha fliegen recht gute Maschinen. Unter anderem ein super neuer, sag ich mir mal, mit wem sind wir geflogen letztes Mal, mit dem großen Fenstern? War doch der 50, oder? A350, genau, ja. Das ist ja auch nur ein... Es hat nur zwei Triebwerke, aber ist auch jetzt nicht unbedingt ein Großraumflugzeug, also mit ganz vielen Menschen, nee, aber hat halt ein sehr angenehmes Kabinenklima, hat besonders große Fenster und ganz schick beleuchtet drin, alles richtig stylisch. Das war eine Erfahrung, das war toll. Aber ja, das ist halt Wunschdenken. Also die Frankfurter und also die in der Nähe von Großflughäfen wohnen, die haben die Chance eher mit richtig coolen Maschinchen auf die arabische Halbinsel zu fliegen und dann hängt es immer davon ab, wie viele Passagiere dann weiter transportiert werden müssen. Wir wissen, dass der Airport in Male mittlerweile ausgestattet wurde für den A380 und vor der letzten Präsidentschaftswahl 2 Wochen vorher ist dann auch mal einer zur Show dort gelandet und zwar einer von Etihad, sogar mit einem maledivischen Piloten,
war richtig, gab einfach die Show. Die Runway ist dafür ausgelegt, aber ist noch nicht wirklich offiziell in Operation. Also es landen noch keine A380. Ich weiß nicht, ob Dreamliner landen können, das weiß ich auch nicht. Wenn das jemand weiß, immer gerne Comments. Wir sind dankbar über jede Info von euch. Ne? Ja, jetzt mal gucken, ob das überhaupt hier alles aufnimmt. Ja, sieht so aus. Jetzt haben wir euch schon 9 Minuten, fast 10 Minuten Ohr belabert, ja. Und schöner soll man noch dran sein. Ja, aber wir warten jetzt erstmal auf Einsteigen. Das ist immer das Lästige, ist immer, dass man sich halt nochmal screen lassen muss. Ne? Nochmal. Wieso nochmal? Ich meine, wir haben. Na gut, screen mit dem, wir müssen unser Gepäck jetzt nochmal screenen, oder müssen nicht? Müssen wir nicht. Gar nicht? Nein, wir sind am Gate. Nein. Das ist ja cool. Wir sind nicht bei den Arabsen, die machen das. Die, bei den Arabern, ja, die muss ja man früher einfach nur, früher brauchte man ja einfach nur seinen Rucksack auf so einen, ja, Scanner aber werfen, dann man das einfach durchlaufen. Aber jetzt ist es so, die haben hier teilweise Ganzkörperscanner, mittlerweile schon 3D-Scanner stehen in Doha. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir innerhalb der EU sind. Oder wir haben ja einmal ein Screening gehabt, wenn es danach geht. Und das wissen sie ja eigentlich auch. Ja, das ist ja angenehm. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nochmal Laptop raus und Tablet raus und Hut ab, Gürtel ab, Jacke aus. Manchmal muss man ja noch Schuhe ausziehen und so wird alles. Also. Ah, ja. Ja, das ist ja, kennen wir von Colombo, ne? Das ist ganz streng. Da sind sie streng, ja. Ja, aber Passkontrolle, wie gesagt, war die easyste Passkontrolle, die ich je hatte. Muss ich sagen, ging auch ganz einfach. Außer bei mir. Ja, da lag es aber nur daran, dass du den Pass einfach nicht ordentlich aufgelegt hast, oder? Und gezittert hast vor Angst, ob es funktioniert. Deswegen hast du gewackelt. Nein, gezittert habe ich nicht, aber ich habe wahrscheinlich gewackelt, ja. Beim zweiten Mal habe ich gewackelt. Beim ersten Mal habe ich es nicht richtig aufgelegt und beim zweiten Mal habe ich gewackelt. Ja, macht so nichts. Bist ja durchgekommen. Drin, ja, genau. in der Kamera ging es ja genauso schnell wie bei uns. Alle freundlich gelächelt und dann haben wir uns reingelassen. Nee, ich habe nicht gelächelt. Ich habe gelächelt. Echt? Ich habe mich gesehen und habe gesagt, um Gottes Willen, dieses Gesicht lassen die nie durch. Wollte ich. Hat dir geholfen. Ich habe gelächelt, weil ich so witzig fand, wie das aussah. Ja, mir ging es so schnell, dass ich gar nicht realisiert habe, wie schnell das eigentlich jetzt, wie man da, wie sowas technisiert werden kann. Also wie es doch immer wieder auch, ja, erschreckend, wie schnell man Leute ersetzen kann damit, ne? Also wie jemand, der hinter einem Schalter sitzt, Pässe entgegennimmt und die Gesichtskontrolle aber macht. Die Gesichtskontrolle wird von Menschen gemacht. Die zwei Beamten, die dort in den Kabinen saßen, in dem Gang, die sind dafür da, diese Gesichtskontrolle abzunehmen. Also die haben das nochmal gesehen? Die haben die Gesichtskontrolle. Aber wenn da ganz viele Leute durchgehen, da waren noch bestimmt 10, dann können die das dann so schnell, können halt die das doch gar nicht dann alle sehen. Das halt. Die haben da wahrscheinlich das Bild vom Pass. Das und zack, war's. Spannend, ja. Ja, man muss auch, ich habe gesehen, die haben auch auf was geguckt. Ja. Die haben, ich habe auch gedacht, wo gucken die sind. Die machen wir jetzt, machen die sind hier gerade im Internet unterwegs. Oh nein, die hatten nein. Niemanden vor sich, sondern nur. Morgen spielen. Ja. Na doch, wenn es danach geht, hatten sie uns vor sich. Ja, spielt man immer noch Moorhuhn? Keine Ahnung. Da müssen wir die Gamer unter euch fragen. Gibt es sowas? Gibt es tatsächlich noch Moorhuhn? Ja. Das gibt's. Wer kennt überhaupt noch Moorhuhn, ist die Frage. Ne? Ich. Oh ja, das waren noch Zeiten. Da hatten wir noch Zeit. Ja, oder nee, anders. Da wusste man mit unserer Zeit noch nichts anzufangen. So. Da hast du recht. Ja, das müssen wir nicht mehr. Wir sind so beschäftigt, so gut beschäftigt. Fliegen wir euch auf die Malediven, damit wir neue Inseln erkunden können. Damit wir unser Coral Doctor Projekt voranbringen. Ja, so viele Sachen. Wir sind gespannt, was uns auf den Malediven diesmal erwartet. Jetzt fliegen wir einfach. Wir müssen mal gucken, wie das Wetter überhaupt ist. Wir müssen mal gucken, wie der Seegang ist. Immer gut, damit wir eine ruhige Speedbootfahrt morgen haben. Wozu wollen wir das wissen? Damit wir uns jetzt schon aufregen können. Wenn es nicht so ist. Toll, genau. Damit ich mich jetzt schon freuen kann. Ja, wir haben eine. Also wollen wir es lieber nicht wissen. Kleine Fahrerei haben wir vor uns. Ne? Wie lange fahren wir? Knapp 2 Stunden, ne? Ja, glaube ich. Ja, aber da sind wir. Da werden wir aber so fertig sein, da werden wir euch nicht mitnehmen, ganz sicher nicht. Da wird das auch viel zu laut sein mit dem Aufzeichnen auf dem Speedboot, der laute Motor und der Wind. Das ist nichts für euch. Das machen wir nicht mit euch, das machen wir alleine. Wir melden uns dann, wenn wir wieder von der Insel. Genau, das aber ja das bis dahin ist noch Zeit. Wir hoffen ja, dass wir euch noch mit in die Maschine nehmen können und wir hoffen, dass wir da noch ein bisschen was aufzeichnen können.
Vielleicht können wir euch ja sogar noch erklären, was es Leckeres zu essen gibt. Die Maschine wird übrigens eine Boeing 767 sein. Ja, was auch immer das genau ist. Ja. Also ist, wir wissen, dass es eine 7, deswegen haben wir gesagt, Jami schließt gerade den Kreis, weil ich sagte, da fliegen so stylische Maschinen, A380 und Airbus 350 oder ein Dreamliner 787. Ja, das sind... Ja, sind Langstreckenmaschinen. Oder 777 sind auch schicke Maschinen, fliegen wir auch gerne, sind so schön breit und die haben so schön, so bei der Emirates haben die jetzt, was der Chick ist, da der Sternhimmel dort oben. Ja, das haben aber leider nicht alle. Das stylisch. Hat die Emirates speziell, glaube ich. Ja, unser Mikrofon zeichnet alles auf, selbst wenn Yami ihr schickes Crossback aufmacht und den Reißverschluss hin und her bewegt, dann macht das Krach. Und wer wissen will, woran wir da gerade gezogen haben, an welchem Reißverschluss, dann müsst ihr mal in unserer Packliste gucken. Da sind unsere schicken Crossbacks verlinkt, mit denen wir immer unterwegs sind, wo unsere Pässe, unsere Handys, unsere heute für den Flug natürlich, was brauchen wir? Beim Flug brauchen wir natürlich... Ein Kissen, Travel Rest, ne, haben wir da... Ja. Ich muss auch sowas ausprobieren, sowas Komisches. Ich hatte auch sowas anderes, aber das ist nicht aufblasbar. Das ist so viel Volumen, deswegen haben wir das nicht mehr benutzt. Oder ich benutze es nicht mehr. Lass uns abwarten. Vielleicht nimmst du es ja nächste Mal wieder. Ist auch ein Travel Rest gewesen übrigens. Das war so ein Schaumstoffteil, was man sich so schön... Memory-Schaum. Ja, was man das verhindert hat, dass mir der Kopf nach vorne fällt. Aber irgendwie hat es mich dann auch wieder abgeschnürt, so richtig aber fand ich es am Ende, weil es auch nicht mehr perfekt trotzdem nach vorne gefallen ist. Und also das ist ganz wichtig, dass man sich über der Reiseplanung vorher Gedanken macht, was man da für diverse Utensilien benutzt, um bequem so eine lange Reise überstehen zu können. Mal gucken, ob wir diesmal alles richtig gemacht haben. Die Mädels haben beide auf jeden Fall wir haben eigentlich alle drei so einen Travel Rest. Ne? Genau. Die Hamsterschaukel haben wir aber diesmal nicht aus unserem. Kennt ihr noch die Hamsterschaukel zum ersten Podcast und den allerersten? Wieso? Ich habe eine Hamsterschaukel. Wo ist die Hamsterschaukel? Wo geil? Nee, ich habe sie nicht. Also wer die Hamsterschaukel nicht kennt, muss Podcast Nummer 1 einschalten. Da sind wir mit der Katar unterwegs, da gibt es die Hamsterschaukel, ja. Vielleicht lösen wir das ja auch noch auf die Hamsterschaukel dafür da, dass man seine Beine reinlegen kann. Ja, ist eine Fußstütze, eine leichte, also die man an dem Tisch des vorderen Sitzes befestigt und dann kann man dort seine Füße ablegen. Genau. Die Oberschenkel rein. Also ja. Thorsten hat das Ding nur Hamsterschaufel getauft. Das ist einfach Spaß, weil da vorne so eine kleine Liege, wo man seinen Hamster mitnehmen kann, der da ganz gemütlich mitfliegen kann. Meerschweinchen könnte man auch mitnehmen, ne? Boarding geht los. Ja, die Business Class. Ach, sind wir in Business Class? Priority Boarding, ja. Oder Kinder, ne? Auch, ja, Kinder. Auch, ne? Wir haben noch Rina mit hier. Jami sollte heute auch, ihre Mama hat extra Auftrag gegeben, wir müssen auf die Rina aufpassen. Ja. Da dürfen wir jetzt auch Priority Boarding machen. Genau. Ich habe doch eine kleine Schwester dabei. Fällt aber ja nicht auf, ne? Ich kann mich ja noch ein bisschen kleiner machen. Aua, nee, es geht auf die Beine. Ja, jetzt steht da Boarding, tatsächlich, ne? Ja, schade, der Flughafen gefällt mir wirklich sehr. Ja, wir sind aber nicht rumgelaufen, wir sind einfach hier rumgestanden. Ja, weil wir so fluffig da durchgekommen sind, habe ich gedacht, jetzt machen wir doch ein Recording. Ja. Weil in Tegel ist alles so eng und so viele Menschen und das, wenn man da aufnimmt, dann ja, können wir, glaube ich, die 5 Meter um uns herum an Interviewpartnern gleich mit einladen. Ja. Man hat da gar keine Privatsphäre und das ist jetzt nicht unbedingt die Art von Podcast, die wir so mögen. So, dann. Deswegen. Aber es gibt ganz viele Priorities hier, die alle dahin laufen. Ja, ich glaube, wir dürfen dann auch langsam. Ja, wir können euch einfach mal mitnehmen und wir können ja dann das rausschneiden, was nicht an Sound nicht ordentlich ist oder was übersteuert ist. Aber ich glaube, wir wissen, dass diese Podcasts übrigens die heißgeliebtesten Podcasts von euch sind, weil wir da die höchsten Klickraten haben. Also wir sind einmal noch den besten... Wir haben Inlandsflüge aufgezeichnet. Es gibt Podcasts von Daravando, wo wir einen Inlandsflug, wo wir einchecken, wo wir euch das gemütlich erklären, wie das alles im Inlandsflug funktioniert. Wir haben einen Podcast im Flugzeug, wo wir einen Inlandsflug von Male absolvieren, von Daravando nach Male. Was haben wir noch? Wir sind einmal noch so ziemlich zur letzten Zeit mit der Air Berlin. Mit Etihad. Auf die Malediven geflogen. Das war auch eine super coole Atmosphäre. Ja, also die Erwartungshaltung für die, die es gehört haben, ist hoch.
Jetzt müssen wir nur gucken, aber die scheinen uns hier schon haben zu wollen. Yep. Moment, ich muss meinen Pass raussuchen und Boardingcard. Ne? Jetzt muss ich erstmal mein Wallet aufmachen, das ist gar nicht so einfach. So. Was mache ich falsch? Ah, no, no, it's wrong ticket, ja. Yeah. So. Tja, wenn man mit seiner Tegel-Boarding-Karte, oh, jetzt ist die Leute, seine Tegel-Boarding-Karte verwenden will, um nach Male zu kommen, funktioniert das nicht. Deswegen habe ich kurz den Verkehr aufgehalten. Die Rolltreppe macht zu viel Krach, also nicht wundern. Können wir gleich in die Maschine einsteigen. Das geht ja schnell, oder? Wahrscheinlich wieder Bus fahren, ne? Ein langer Gang. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Maschine. Da steht eine große Austrian. Ob das die 767 ist, Yami und Rina freuen sich. Warum freut ihr euch eigentlich? Ach, weiß ich nicht. Also wer freut sich nicht, wenn er auf die Malediven fliegt? Tja, tatsächlich. Müssen wir jetzt wieder was vorzeigen? Ich will nicht. Jetzt ist immer, wenn man sein Studio in der Hand hat, ist das immer so störend. Aber das ist total cool. Wir sind total papierlos unterwegs im Moment. Weil wir haben alles nur elektronische Bordkarten. Am iPhone funktioniert das klasse mit dem Wallet. Und wir haben bisher auch wirklich keinen Printort gebraucht. Coole Sache. Guten Abend. Guten Abend. Willkommen an Bord. Danke. In der Business Class. Wir sitzen, glaube ich, gar nicht so weit weg. Wir mögen es nicht so ganz weit hinten zu sitzen. Früher haben wir das immer gerne gesessen. Sorry. Stau. Yami und Rina sind schon da. Wir sitzen in der Mitte. So, jetzt ist der Stau aufgelöst. Jetzt bin ich auch schon dran. Ja, sieht doch entspannt aus, oder? Ja. Mega. Was macht man jetzt? Was macht ihr jetzt, wenn ihr am Platz angekommen seid? Entweder macht man Platz für die nächsten Passagiere oder man sucht sich aus seinem Equipment, oder nicht aus seinem Equipment, aus seinen ganzen Sachen, die man mit hat, das raus, was man für den langen Flug braucht. Ah, das ist cool. Nimm mal das Studio wieder. Ich muss das noch mal rein. So, jetzt mussten wir eine neue App installieren, damit wir gucken, ob das funktioniert. Die war richtig teuer. Ja. Aber das ist es uns wert für euch, weil da kann man nämlich die Mikrofonlautstärke regeln. Und wie ihr gemerkt habt, beim Einsteigen, da gab es einige Aussetzer. Und jetzt sind wir in der Maschine und jetzt hoffe ich, dass das besser ist. Und jetzt schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert, weil das muss ich zwischendurch mal anhören. Jetzt haben wir das mal gecheckt und jetzt müssen wir gucken. Jetzt haben wir das Mikrofon noch ein kleines bisschen lauter gemacht. Okay. Das Coole ist nun, dass man hier sogar zwischendurch noch aufnehmen kann, also stoppen kann, aufnehmen, schneiden. Also endlich könnten wir euch hier so richtig coole, schnelle Live-Podcasts liefern, aber dann kriegt ihr natürlich die viele redundante Musik am Anfang und am Ende nicht mitgeliefert. Ja. Jetzt müssen wir trotzdem testen, ob das jetzt mit der Mikrofonaussteuerung okay ist. Okay. Tja, also ihr habt gemerkt, wir mussten noch ein bisschen nachregeln. Also ich denke, dass das jetzt optimaler ist. Ich glaube, wir gleich einsteigen, ist nämlich beendet. Die Walzermusik ist auch ausgeschaltet. Wir haben jetzt ihre leckeren
Rosinen, nicht die Schokodinkelkugeln. Übrigens, wir essen fast nur Bio, solange wir das noch können auf den Malediven. Essen wir nur noch Bio-Fisch, weil der nachhaltig aus dem Indischen Ozean gefangen ist. Ja, gut. Aber was daran natürlich Bio ist, bei der Meerverschmutzung ist dann wieder die andere Seite. Genau, das wissen wir nicht. Aber, du hattest vorhin gesagt, falls du das verwendest, dass man schon aufspringen könnte. Ja. Wenn die sagen, boarding completed. Ja, wir haben jetzt gerade, das muss man Ihnen dazu sagen, wir haben ja gerade eine Durchsage gekriegt vom Captain, die wir euch leider aufgrund des App-Kaufs, die hat gerade stattgefunden, als wir die App gekauft haben. Und wir haben das gerade noch ausnutzen können. Aber jetzt hört mal, Servus. Die Flugzeit wurde mit 8 Stunden und 20 Minuten vorausberechnet. Ja, also wir haben doch noch ein bisschen runtergeregelt, weil wir Sorge hatten. Also es war jetzt gerade wieder ein bisschen übersteuert. Jetzt kommt ein Video über Save the Maldives, sagt hier mir gerade. Aha, das Video, was wir... Ja, das Video kennen wir, das kennen wir schon ganz lange. Und es wird auch höchste Zeit, dass wir das mal veröffentlichen. Weil wir haben eine HD-Version davon. Tja, da geht es darum, wie... Also das wird ihr in unserem YouTube-Channel finden. Okay. Wir rollen. Das bedeutet, wir sind auf dem Weg zur Start- und Landebahn und es gibt dann einen Take-off. Und ihr könnt live mit dabei sein. Ich werde dann versuchen, das Mikro ein bisschen runter zu regeln, weil aus den anderen Folgen, wo wir bereits Start und Landung mit live mit dabei waren, wird er hören, dass sich das extrem, dass das sehr stark, einen sehr starken Pegelausschlag gibt. Da wollen wir euch ja die Ohren damit nicht zerstören oder Trommelfell nicht kaputt machen oder so. Schicke Musik werden wir dann auch wieder einblenden und so ein bisschen, vielleicht kriegen wir noch so ein bisschen so Tower-Feeling von Takeoff und Cockpit Start Feeling. Und ja, Cockpit-Feeling und was der Tower so sagt. Oder sagen wir. Ja, jetzt. Also wir lassen euch jetzt mal so ein bisschen alleine. Ihr habt gehört, Klick macht schon, wir gehen glaube ich auf die Startbahn. Also es wird lauter, ihr hört das schon. Wir sehen die Startbahn, wir schwenken ein auf die Startbahn und jetzt geht's an. Towers, good afternoon, Seabird 439, ready for departure 06. Hello, Seabird 439, are you ready? We are ready for departure, Seabird 439. Service 429, here we go, Super Servo 6, cleared for takeoff, 26718, QS 26. Grazavia 66 Echo 18 left Echo 5, cleared for takeoff, 26021, QS 28. Clear takeoff from mid 24, thank you, Super 429, goodbye. Bye bye, sir. Kelo 21 Yankee 18 left Echo 4, you are cleared for takeoff, 26718, QS 24, bye bye. 5 of uniform, 2 for Sierra 6, clear for takeoff, 26021, QS 28. Picture, clear for takeoff, runway 24 from Sierra 6, stand up 5 uniform. Point. Dag 183, hold short. Schlimmeres eigentlich fast noch nicht erlebt, muss ich sagen. Aber jemand, der Flugangst hat, ist richtig. Für den ist das jetzt gerade Katastrophe. Ja, wackelt dolle. Ja. Aber die großen Luftlöcher haben wir noch nicht gehabt. Ein kleines war nur dabei, ne? Ja, ein kleines, ja. Aber es beruhigt sich, glaube ich, gerade ein bisschen. Ja, wir gehen ja auch nach oben. Nach oben ist nicht mehr so windig. Ja, scheint also so. Also nicht mehr so böig, glaube ich, ja. Oder? Ja, ja, es beruhigt sich deutlich. Gut. Ja, wir müssen das jetzt wieder abchecken, ob wir das mit den Lautstärken jetzt überhaupt hingekriegt haben. Deswegen muss ich euch noch mal so ein bisschen parken.
gesagt, dass wir unsere Seatbelts, unsere Gurte immer auch mal geschlossen halten sollen, wenn es wirklich starke Turbulenzen gibt, dass man nicht durch die Maschine fliegt. Ja, das kann sein. Wir haben ihn noch nicht erlebt, aber wenn es richtig starkes Luftloch gibt und man sitzt dann auf einmal, man wird das durch die Schwerkraft aus dem Sitz geschleudert, ist es gut, man ist angeschlossen. Nein, es gibt kein Luftlöcher. Ihr müsst den Cockpit-Buddy-Podcast hören, der erklärt euch, was das ist. Es sind, glaube ich, Auf- und Abwinde, wenn ich richtig war. Ja, also schauen wir mal. Wie soll es denn Löcher in der Luft geben? Das ist genau, völliger Schwachsinn. Es sind, glaube ich, starke Auf- oder Abwinde. Also die das Flugzeug dann hochdrücken oder runterdrücken. So, und jetzt wollte ich mir das anhören, ob ich da, wer jetzt überhaupt zu hören war. Tja, und wir haben keine Freude mit der Aufnahme, weil das, was wir jetzt hochgesteuert haben, hat dann wieder nicht funktioniert. Ja, hallo ihr Lieben. Jetzt müssen wir uns bei euch entschuldigen, weil die Aufnahmequalität, die war wirklich nicht die beste. Ja, zweiter Teil wird definitiv besser. Die Stimmqualität wird viel, viel besser. Und ihr seid mit dabei, wenn wir zu Abendbrot essen. Wir haben Frühstück im Flugzeug und wir erzählen uns ein bisschen über die Fliegerei, weil wir sind beide flugbegeistert und daran lassen wir euch gerne teilhaben. Und wir kommen natürlich auf den Malediven an und ihr seid mit dabei, wenn die Inselnauten wieder auf den Malediven auf Tour gehen. Und generell bei unseren Podcasts heißt es ja immer Budgetreisen auf die Malediven. Wir freuen uns, dass er mit dabei wart und wenn er wieder einschaltet. Jetzt noch ein bisschen Musik, die ist dafür gedacht, schaut ein bisschen, tut so, als wenn er aus dem Fenster schaut, aus einem Flieger und genießt die geile Mucke dazu. Ich bin der Toddy, macht's gut, bis zum nächsten Podcast.